Guten Tag Leute, hier ist der Guzua wieder. Ich habe es ja in der letzten Folge ein bisschen verkegelt. Ich hoffe natürlich, jetzt mache ich es besser. Ach so, nebenbei, nur mal so, äh, ihr seht halt, also ich will es jetzt nicht drauf hinauskommen lassen, aber ihr seht halt, ich spiele immer noch mit Bluestacks, auch noch sogar War Version 1. Ähm, und ich wurde auch noch nicht gebannt oder sowas weil ich halt eben keinen Mod Cheat Bot wie auch immer benutze also wie gesagt ich glaube klar es ist natürlich wirklich eine vereinfachung dass man sozusagen den schritt dazu machen könnte logisch aber ja wenn man es halt nicht macht dann ist es halt auch nicht so wild denke ich so das passt jetzt muss ich natürlich die erst wieder erholen auf jeden fall Jetzt gucken wir uns mal den Gegner an. Ganz ehrlich, das muss ja auch mal sein. Ähm ich guck mal, was bei mir so ist. Also, ich würde ja jetzt erstmal so denken, ich gehe mal auf meinen gleichrangigen. Der ist meiner Meinung nach ebenbürtig. Das ist ebenbürtig. Die Mauern sind sogar schlechter. Er hat dafür die Expos alle auf 4. Das ist ein riesiger Vorteil. Und er hat die Infernos schon auf 3. Hat sie, wie gesagt, klar bei dem. Layout kann man ja noch nicht immer was sagen, klar, weil sich das ja noch ändern kann. Aber ansonsten, klar, also das, was ich sozusagen an den Mauern mehr habe, hat er hier wirklich in der Mitte halt drin. Besser als ich. Und ich denke mal, dass er noch irgendwas vielleicht sogar relativ schnell upgraden kann. Weil, ich meine, er hat halt Gold und Elix voll. Er hat natürlich auch nur noch die 24 Stunden, aber ich denke mal, da wird er schon ganz gut lang gehen. Mal gucken, ich meine, von hier würde man, also jetzt nur mal so, um, um, um eventuell zu gucken, dass man vielleicht doch wieder eine, irgendwie eine Lufttaktik nimmt, aber da sind die Infernos natürlich echt richtig hardcore. Da ist es, glaube ich, mit dem Beben doch nice. Mit dem Beben geht man hier rein und ist komplett drinne. Dann nochmal eventuell, nochmal ein Beben. Aber ich glaube das gar nicht mal. Sondern nur einfach erstmal drinnen komplett aufräumen. Ein Freeze. Oh, ich muss den Freeze unbedingt upgraden. Unbedingt. Und dann muss man gucken, dass man das hier so ein bisschen cleart. Und den mal richtig auf die Schnauze gibt. Oder auf die Schnauze kriegt. Mal gucken. Werden wir sehen. Ja, oder habe ich mir noch glatt noch mal zehn Euro aufgeladen, weil wirklich ich ich guck mal, dass es mit dem Boost einfach richtig gut läuft und so und dann wie gesagt ist das denke ich mal auch äh, drin und wie gesagt das ist glaube ich ähm, ja wie soll ich sagen gut gut investiertes Geld, weil da kann man das das kann man auch mal raushauen würde ich sagen das ist das ist in Ordnung wie gesagt Bald müsste auch Appbound die wieder dabei sein. Also, jeder, der mich da unterstützen will, Appbound, die Link ist auch unten drunter. Das ist halt, wie gesagt, jeder lädt sich ein Game runter, beziehungsweise eine App, kriegt dafür Credits und kann sich dann irgendwann eine iTunes-Karte oder Amazon gönnen. Aber Android geht nicht. Leider muss man dann tauschen mit Kumpels oder wie auch immer. So, ansonsten, wie gesagt, Link ist unten drinne. So, da sind wir wieder. Ja. Schön Milchshake erstmal wieder gegönnert, Alter. So, gucken wir mal. Wir haben hier noch zwei Bogis drin. Da läuft bei mich. Ich habe mir den, äh, den Stand noch mal kurz notiert. Das ist immer richtig geil, wenn ich weiß, ah, gut, okay, das und das habe ich erreicht. Oder habe ich überhaupt gar nichts erreicht? Habe irgendwie eine Stunde lang geboostet und war total für den Arsch. Klar, logisch. Kann natürlich auch passieren. Und das wollen wir natürlich sehen. Klar, logisch. Oh, nice. Nice Loot auf jeden Fall. Hier. Da, da, da. Da, da, da. Ja, ja, das war so ein Lied. Alter, wie kann man so ein Lied mit so einem Text machen? Da, da, da. Aber egal. So ist es. Who cares? Wir sind einfach die allerbesten. Äh, kriegt die jetzt hier zusätzlich sehr aufs Maul oder geht's? Geht. Sehr gut, dass die Mauerbrecher nicht direkt bei der Queen reingerannt sind, weil, klar. Hätten sie aufs Maul bekommen. Gucken wir mal, wie schnell das geht hier, dass hier die Queen das regelt. Und jetzt würde ich nämlich fast sagen mit dem King, der wird zwar garantiert nicht reinrennen, aber man kann es ja mal probieren. Wie gesagt, die Queen brauche ich gar nicht drauf achten, da weiß ich, okay, das läuft jetzt geil. Richtig geil, richtig geiler Scheiß. Guckt euch das an. Wenn wir Glück haben, zieht der King. Schade, aber es kommt noch. Der King geht auch rein. Sehr geil. So muss das sein. So muss das auf jeden Fall. Da würde ich jetzt sagen, lasse ich die Lavahunde beide draußen. Oder? Nee, komm, einen gönnen wir uns auf jeden Fall. Einen gönnen wir uns auf jeden Fall. Dann können wir nämlich, wenn wir Glück haben, eventuell uns den Rage, Rage sparen, sparen. Oder? Was sagt ihr dazu? Lava-Hund hält auf jeden Fall. Easy peasy jo keule und dann haben wir noch ein haste raus hier noch ein haste ja cool läuft geil klar kriegen wir jetzt durch Magiatum was aber der ist level 1 ja level 1 müsste es gewesen sein das passt also auch also hier wirklich kein rage gedroppt einfach ganz easy peasy abgefeiert geil schön und jetzt halte ich die Zeit definitiv besser im Auge. Auf jeden Fall. Klar, die Queen muss sich erstmal durchkämpfen. Vorteil ist aber noch zusätzlich, ich habe halt die Loons noch, die halt einfach mal einfach drüber wegflyern. Von daher passt das. So, ja, easy, easy going. Aber wie gesagt, so viel Loot gab es ja auch nicht. Also, man kann ja jetzt nicht sagen, oh cool, ich äh, habe den hier total kalt gemacht und dann stehst du da und hast halt übel viel Ressourcen für deine Truppen verballert. Und die Queen macht den Rest und sie wird noch kurz die Ability gezündet, einwandfrei. Vorteil wieder, die Queen ist weiterhin im. Ja, in, in der Möglichkeit anzugreifen, auf jeden Fall. Und wir haben, klar, wir haben die, die Loons äh, alle weggeballert. Aber egal, wen interessiert's? Leute, wir wollen Spaß. Wir wollen Spaß. So. Und wie gesagt, das muss halt auch laufen. Also klar, das ist halt ähm, nicht einfach nur so, naja, gut, okay, jetzt greifen wir hier mal an, sondern das soll halt richtig gut klappen, dass man sagen kann, gut, okay, komm, darauf kann ich mich gut verlassen. Und dann ist das in Ordnung, weil vor der Zeit, dass die, äh, dass die Luftfeger kamen, da habe ich ja wirklich eine Zeit lang wirklich mit Loons äh, ja gepusht und es ging richtig gut, ja. Und dann hm, irgendwann aufgehört damit und dann war es das. Ah, hier muss man halt wirklich immer wieder das Elixier im Auge behalten. Im dunklen Bereich nichts dazu bekommen, das ist eigentlich sehr schade, aber so ist das Leben. Passiert halt. Das war es erstmal dazu. Im nächsten Video geht es wieder da so ein bisschen weiter. Ich hoffe, ich nerve euch damit nicht so ganz, sondern dann seht ihr immer wieder ein paar Videos dazu. Und äh, dann gucken wir mal, äh, haut mal rein, was sonst noch so eure Truppen wären, wo ihr sagt, ach komm, da kann man auch mal im CW mit gut angreifen und sowas. Haut das einfach mal raus, wird mich mal interessieren. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao ciao.